sinnlich erfahrbar machen, wie sehr alles mit allem verbunden ist. Davon erzählen die Bilder der in Wiesbaden lebenden Künstlerin Tanja Bergmann. Für ihre Gemälde verwendet die Künstlerin meist reine Pigmente, denn nur so bekommen die Bilder später ihre besondere Leuchtkraft. In ihrem Atelier stehen an die 100 Gläser mit verschiedenen reinen Pigmenten, die nur darauf warten, angerührt zu werden. Ich fange immer mit einer relativ konkreten Zeichnung an und dann interessiert es mich, den Körper aufzulösen. Und wenn ein Körper noch mit einem anderen Körper in Beziehung gestellt wird, ein anderer Mensch oder auch ein Tier, dann und beide beginnen sich aufzulösen und zwar in der Bewegung, dann vermischen sich die jeweiligen Linien und es entsteht ein Beziehungsgeflecht, entsteht eine Dynamik und im besten Fall beginnt es zu grooven. Es wird sehr rhythmisch. Bergmann, die in Berlin Publizistik, Sinologie und Lateinamerikanistik mit den Schwerpunkten Film, Kunst und Kultur studierte, malt seit ihrer Jugend. Da sie ihre Bilder meist sofort verkaufte, stellte sie ihre Werke bislang fast nie öffentlich aus. Doch das hat sich inzwischen geändert. Kürzlich war sie mit ihren Bildern sogar im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking vertreten. Zu der Ausstellung kam es durch die Hamburger Galerie Peshmin Art, die 2 Jahre lang diese Ausstellung geplant haben. Da waren wirklich lange Vorarbeiten, um das Vertrauen auch aufzubauen. Und ja, ich kam eigentlich einfach nur zur richtigen Zeit. Die Managerin, die mir einfach auch sehr sympathisch ist und eben sehr offen ist, die kam zu mir und hat gesagt, diese Bilder, die gehören da noch hin. Das war mein Glück. Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Eines ihrer Werke hängt nun sogar dauerhaft im Museum. Das Bild, was sie erworben haben, das heißt Freiheit und das ist fast schon abstrakt. Man sieht nur noch angedeutet eine Frau, die mit enormer Kraft springt. Und da haben sie sofort dieses Gefühl von Befreiung gesehen und das macht mich wirklich stolz und froh, dass das in Peking hängt jetzt. Auch ihre nächste internationale Ausstellung ist bereits in Vorbereitung. Und die wird sie nach Florida, genauer gesagt nach Miami führen. Noch in dieser Woche werden sich ihre Bilder auf den Weg nach Übersee machen.